und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes einmal, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so ist, dann schicke ich euch ganz, ganz viel Liebe. Heute habe ich einen neuen Drogeriehaul für euch. Das heißt, ich zeige euch alles, was sich in den letzten Wochen bei mir angesammelt hat. Es ist alles Mögliche dabei. Sachen von Rossmann, Sachen von DM, Sachen von Müller. Und ich habe auch Dinge von BH Cosmetics bestellt. Die zeige ich euch jetzt hier auch einfach mal. Teile davon könnt ihr sogar in der Theke bei DM kaufen. Manche Sachen nicht. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich starte als erstes mit einem Produkt, was ich sogar extra für euch wieder eingepackt habe. Und zwar habe ich mir dieses, nennt man das dann, Pediküre-Gerät von Balea geholt. Und zwar liebe ich einfach schöne Füße. Voll viele Leute mögen keine Füße. Ich finde, wenn Füße richtig schön gepflegt sind, sind sie einfach, es ist ja wie Hände einfach. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde den richtig, richtig gut. Ich habe den auch schon ausgetestet. Ich bin super zufrieden damit. Dann ein Produkt von BH Cosmetics. Das habe ich schon. Und zwar eine Palette. Das ist die Glam Reflection Smoke Palette. Die sieht halt so aus und ich werde sie jetzt einmal kurz öffnen, um euch die Farben zu zeigen. Lasst die Schutzfolie auf jeden Fall drauf. So könnt ihr die Farben ein bisschen erkennen. Denn die ist gar nicht für mich. Denn die habe ich für euch geholt. Und die werde ich verlosen. Nicht in diesem Video. Ich möchte gerne einen Full Face BH Cosmetics schminken. Und da werde ich die dann verlosen. Mich entspannen einfach so total banale Sachen wie Puzzeln. Deswegen habe ich jetzt mit Puzzeln wieder angefangen und so Dokus gibt es momentan im Angebot bei Rossmann für 4,99 €, so ein komplettes Büchlein. Es sieht so schön aus, fühlt sich super hochwertig an. Da sind 203 Sudokus drin und ein Stift an der Seite mit Stifthalter. Gibt es übrigens auch mit Kreuzworträtseln, falls ihr sowas lieber mögt. Dann habe ich als nächstes ein Produkt von Rival Loves Me. Das habt ihr auch in meinem Full Face Rival Loves Me gesehen. Ich mache jetzt ja oder möchte jetzt gerne wieder mehr Full Face Make-up Videos drehen. Ihr habt euch das gewünscht und dem komme ich super gerne nach. Und ich hatte mir diesen Liner hier geholt und hatte den einfach direkt mit in das Video eingebunden. Das ist der Cosmic Matte Metallic Eyeliner in der Farbe 01 Meteor Shower. Und das ist einfach so ein Glitzer-Eyeliner. Und ich finde das so, 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 so cool. Auch im Alltag einfach so ein echter Hingucker. Kann ich euch auf jeden Fall auch richtig empfehlen. Als nächstes ein Produkt, was mein Mann sich gekauft hat. Und zwar das hier von Nivea Men, die Rasiercreme. Er benutzt immer Rasiercreme, weil man das mit diesem Pinsel so sich so einpinseln kann. Und ja, das ist mit Aloe Vera und Panthenol und er ist damit sehr, sehr zufrieden und findet die richtig gut. Da sind übrigens 100 ml drin, was wirklich sehr lange hält. Dann habe ich in der großen Essence-Theke mir diese Nail-Sticker hier aus dem letzten Sortiments-Update geholt. Da gab es ja wirklich sehr, sehr viele super süße Muster. Und ich habe jetzt hier mir die Magic Spell Nail Sticker mitgenommen. Allerdings nicht für meine Nägel, sondern für meine Instagram-Augen-Make-ups, weil das voll cool ist, dann halt solche kleinen Details damit einzubauen. Ich liebe das. Und ja, ich könnte mir natürlich aber auch vorstellen, es auf meinen Nägeln zu tragen. Ich bin aber einfach nicht der Typ dafür. Ich bin dafür zu ungeduldig. Auch für meine Instagram-Looks brauche ich etwas, damit ich wirklich alles sehr, sehr nah sehe. Weil wenn ihr es so nah fotografiert, sieht man einfach jeden Millimeter. Und dafür brauche ich dann sowas. Einen kleinen Handspiegel. Ich hatte sonst immer mein altes Altera Puder in diesem Aufklappdings und habe mir jetzt so einen Handspiegel einfach geholt. Der ist Gold und von Ebelin. Habe ihn also im DM geholt. Und ich finde es einfach mega praktisch, weil ich es mir so nah vors Auge halten kann. Oder natürlich auch einfach für die Handtasche, um sich mal anzugucken. Als nächstes habe ich dann einen Lippenstift gekauft. Und zwar auch von Rival Loves Me. Das ist einer von den ganz normalen Lippenstiften aus dem Standardsortiment in der Farbe 07. Und der sieht halt so ein bisschen pinkbeerig aus. Und was den besonders macht, ist, dass er so ein metallenes Finish hat. Nicht super extrem, aber auf jeden Fall schon metallisch. Also falls ihr sowas Besonderes sucht, könnt ihr auf jeden Fall mal da in der Theke schauen. Dann habe ich von BH Cosmetics Wimpern.
Das ist das Modell M204. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr wabawum für meine Augen wahrscheinlich. Aber ich fand, das waren noch die, die am natürlichsten aussahen auf der Internetseite. Ich weiß, dass es auch Vollslashes, glaube ich, im DM gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie gesagt, M204. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte die auf jeden Fall auch für Instagram benutzen. Dann kommen wir jetzt zu Produkten, die ihr in einem Video gesehen habt auch. Ich habe mit euch nämlich eine Limited Edition von Alterra getestet, und zwar die Honigzauber Limited Edition. Da gehört unter anderem dieses Produkt dazu, das ist die BB Cream mit Bio-Honig. Gibt es natürlich im Rossmann zu kaufen, weil Alterra ja zu Rossmann gehört, und es gibt die auch immer noch. Schaut euch am besten das Video vorher an, bevor ihr euch was kauft. Momentan mag ich ja wirklich sehr gerne Lipgloss und Lippenöle auf den Lippen, wenn ich nicht gerade sowas Knalliges trage an Lippenstiften. Und da habe ich mir einen von meinen liebsten Lipglossen mitgenommen von Essence aus der Shine 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 Wet Look Lipgloss Reihe. Ich habe da auch schon drei andere Farben. Und ich habe mir jetzt hier mitgenommen die Farbe 22 Peaches and Cream. Also die Lippen sehen einfach mehr so leicht getönt aus und so richtig gesund und kleine, feine Goldpigmente drin, und finde ich, sieht super, super schön aus. Dann habe ich von BH Cosmetics auch einen Concealer gekauft, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es die in der Theke gibt. Das ist der Total Coverage Concealer in der Nummer 106. Der ist super, super, super gelb. Also ich brauche immer relativ gelbstichige Dinge, aber der ist wirklich schon sehr, sehr gelb. Also falls ihr sonst nie was gefunden habt, weil alles euch nicht gelb genug ist und ihr ein hellerer Typ seid, versucht mal die Nummer 106. Für die dunkleren Farben mit gelbem Unterton kann ich natürlich leider jetzt nicht sprechen. Finde ich aber mega gut. Mehr dazu dann aber in dem Full-Face-Video. Dann habe ich hier noch zwei Produkte aus der Honigzauber Limited Edition von Alterra. Und zwar einmal habe ich diesen Duo-Lidschatten hier. Der hat halt zwei verschiedene Farben, deswegen ist es ein Duo-Lidschatten. Und dann habe ich hier noch den Matte Liquid Lipstick. Es gibt zwei verschiedene Farben, und ich habe die Farbe Nummer 01 Wilder Moon. Und wie gesagt, es gibt noch eine andere, die so ein bisschen pinker ist, noch ein bisschen dunkler. Dann etwas zu essen. Das haben wir im Rossmann gekauft. Das mochte ich wirklich ganz gerne. Also es ist auf jeden Fall so, wie man sich auch ein Produkt aus Hafer vorstellen würde. Zum Teil ein bisschen trocken im Mund, aber das ist halt mit Erdnussbutter von Nature Valley. Das Crunchy Erdnussbutter. Es sind halt so Riegel, insgesamt 5x2 Stück. Und ich finde, das ist halt auch ein richtig gutes Ding gewesen. So, wenn ich keine Zeit zum Frühstücken hatte, habe ich... Dann habe ich mir Magnesium nachgekauft. Ich muss regelmäßig Magnesium nehmen, und warum ist eigentlich auch egal, aber ich habe Probleme mit meinen Muskeln unterschiedlich, und deswegen, da hilft mir Magnesium schon ein bisschen, und deswegen nehme ich es. Das ist jetzt hier von Doppelherz aktiv. Das Magnesium plus Calcium plus D3 unterstützt die normale Muskelfunktion und den Knochenerhalt. Steht da drauf, und es sind 40 Tabletten drin. Ich nehme jeden Tag eine. Die sind laktose- und glutenfrei. Oh ja, ein Produkt habe ich hier noch aus der Alterra Limited Edition. Und zwar die Nagelpflegekur mit Bio-Honig. Davon habe ich auch jetzt schon einiges benutzt. Da sind 15 ml drin. Also ich fand auch, dass da relativ viel drin ist. Und ja, ist auch im ganz normalen Aufsteller der Limited Edition dann zu finden. Dann ist bei mir auch so richtig die Sommerstimmung ausgebrochen, als ich die Farbe gesehen habe. Also ich bin kein Sommermensch. Aber ich mag die Farben, die dann so viel auch dominieren. Und habe mir jetzt diesen knallpinken Nagellack mitgenommen. Das ist ein richtig cooler Neon-Nagellack von Rival Loves Me aus der Neon Explosion Reihe. Die 04 Karneval. Und die sind übrigens auch vegan. Also falls ihr darauf Wert legt, ihr findet in der ganzen Reihe vegane Nagellacke in Neonfarben. Dann als nächstes eine Palette, die es in der BH-Theke gab im DM, aber mittlerweile nicht mehr. Und zwar die allererste Zodiac-Palette habe ich mir jetzt bestellt, weil sie auf der BH-Seite reduziert war um 50%. Und die Zodiac Love Science Palette ist ja meine Lieblingspalette. Das ist die, die danach kam. Und mittlerweile gibt es die Crystal Zodiac Palette. Die spricht mich übrigens gar nicht an, aber die hat mich ursprünglich auch nicht angesprochen. So aus.
Und sie ist auf jeden Fall nochmal ganz anders als die Love Science Palette. Online in der Theke gibt es sie nicht mehr. Ich liebe sie total. Ich habe damit jetzt schon richtig viel geschminkt. Dann habe ich mir noch mal einen Concealer nachgekauft, den ich sehr gerne mag und der mir jetzt leer gegangen ist. Und zwar der Fit Me Concealer von Maybelline in der Farbe 09. Den trage ich auch heute. Also ich habe keine Foundation drauf. Ich trage nur ein bisschen Color Corrector und Concealer mit Puder. Trockene Häute finde ich den echt toll. Dann, ich war so lange auf der Suche nach einem himbeerfarbenen Lippenstift. Also wirklich himbeerfarben. Nicht irgendein Pink, himbeerfarben. Jemand, der so viele Lippenstifte und Lippenprodukte hat wie ich, da geht es dann nur noch um Nuancen, was man wirklich sucht und haben möchte. Und dann waren wir im Müller und ich war an der Terra Naturi Theke und habe dann diesen Lippenstift hier gesehen. Und es ist die Nummer 13. Raspberry. Und es ist Himbeerpink. Und ich war so glücklich, als ich das gesehen habe. Ich bin schon sehr glücklich, wenn ich den dann ausprobiere. Dann habe ich noch eine weitere Palette von BH Cosmetics gekauft, weil die nur noch 9 Euro gekostet hat, statt ursprünglich 25, glaube ich. Und zwar diese hier, das ist die Daisy Marquez Palette von BH Cosmetics. Man kann den Deckel halt so einzeln abnehmen und hat dann quasi so einen Spiegel, den man hier so reinstellen kann. Sehen so aus. Die Fändchen sind ein bisschen kleiner, ist eigentlich nicht so das, was ich gerne mag, aber und vor allem sind da auch so Farben drin, die nicht so stark präsent in meiner Sammlung waren und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das jetzt noch so ein bisschen Farbschemen ergänzt, die ich nicht so habe. Dann habe ich noch einen Concealer bzw. einen Color Corrector von Rival Loves Me gekauft, der ist waterproof und das ist die Richtung 02 Vanilla. Der ist halt auch gelbstichig und das hilft auch besonders gut, wenn ihr so grünlich-violette Verfärbungen habt im Gesicht. Also ich habe das durch Adern im Gesicht halt einfach und da finde ich, hilft sowas immer sehr, sehr gut. Könnt ihr halt auch einfach nur so auftragen ohne alles. Mag ich auf jeden Fall sehr. Und dann habe ich noch einen Lippenstift hier von BH Cosmetics. Den habe ich mir bestellt. Ich weiß nicht, ob es die Lippenstifte in der Theke gibt. Vielleicht. Das ist die Nummer Dark Rose. Sehr, sehr viel dunkler. Also die Farbe ist eigentlich ziemlich genau die Farbe meines Hintergrundes. So ein warmer kirschbeerefarbener Ton. Finde ich super, super schön. Ist für mich etwas, was ich auf jeden Fall total gerne im Herbst trage. Das war jetzt mein XXL Haul. Schreibt mir euer Lieblingsprodukt aus diesem Haul in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!